Willkommen bei Plus Minus. Ich bin gestern Morgen von Hamburg nach Köln geflogen und ich bin gut angekommen, wie Sie sehen können. Offenbar allerdings keine Selbstverständlichkeit. Der Pilot hätte ja aus Übermüdung einschlafen und mit uns abstürzen können. Völliger Unsinn, sagen Sie jetzt vielleicht. Ist aber leider kein Unsinn. 70% aller Piloten sagen, dass sie im Cockpit schon einmal eingeschlafen sind, wegen totaler Erschöpfung. Aber wenn es nach dem Willen der EU-Kommission in Brüssel geht, sollen Piloten künftig noch länger arbeiten. Dabei brauchen wir nur auf die Straße zu schauen, um zu begreifen, wie gefährlich sowas ist. Bilder einer Überwachungskamera. Eine häufige Ursache für solche Unfälle? Übermüdete Fahrer. Unfreiwillig kommt es zum gefährlichen Sekundenschlaf. Deshalb werden EU-weit die Lenk- und Ruhezeiten streng kontrolliert. So wie hier vergangene Woche auf der A2 bei Dortmund. Seit 2006 ist Grundlage eine EU-Verordnung. Sie hat die unterschiedlichen Arbeitszeitvorschriften in Europa harmonisiert, soll für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen und die Fahrer vor Übermüdung schützen. Je länger man arbeitet, das weiß jeder, umso weniger Kräfte hat man, umso müder wird man. Und darum sagt der Gesetzgeber auch ganz klar, je länger ich arbeite, desto länger muss auch die anschließende Pause sein. Und wenn diese also unterschritten wird, führt das mit Sicherheit irgendwann dazu, dass man am Steuer einschläft. Für Lkw und Busfahrer gilt 4,5 Stunden fahren, dann 45 Minuten Pause, dann noch einmal 4,5 Stunden. Nach 9 Stunden Lenkzeit ist Schluss. Vorgeschriebene Ruhezeit zwischen den Fahrten mindestens 11 Stunden. Ganz anders im europäischen Luftverkehr. Auf Kurz- und Mittelstrecken sind 13 Stunden Flugdienstzeit legal. Zweimal wöchentlich darf auf 14 Stunden erweitert werden. Mit einer Ausnahmegenehmigung durch den Kapitän, dem Kommandantenentscheid, kann sogar 15 Stunden geflogen werden. Im Vergleich dazu, Lkw-Fahrer liegen regulär bei 9 Stunden. Experten kritisieren, die viel längeren Arbeitszeiten führen bei Piloten zwangsläufig zu Schlafdefizit. Das bestätigt auch ein Air Berlin-Kapitän unter der Zusicherung, dass er unerkannt bleibt. Eigentlich begleitet uns das Schlafdefizit den ganzen Sommer über. In der Regel sind die Ruhezeiten zu kurz oder sie liegen abseits des üblichen Schlaf-Wach-Rhythmus, sodass ich eigentlich in der typischen Hochsaison im Sommer eigentlich immer im Schlafdefizit bin. Laut Unfalluntersuchungen ist Ermüdung immer wieder eine Ursache. Beispiele Guam 1997, 228 Tote. Little Rock, USA 1999, 11 Tote und 110 Verletzte. Zürich 2001, 24 Tote und 9 Verletzte. Buffalo, USA 2009, 51 Tote. Und zuletzt Mangalore, Indien, Sommer 2010, 158 Tote. Eine Studie der US-Luftfahrtbehörde ergab, Piloten, die mehr als 12 Stunden im Dienst waren, wurden häufiger in einen Unfall verwickelt. Zur Erinnerung, in Europa sind derzeit 15 Stunden möglich. Amerika hat reagiert. Bereits am 1. August treten erheblich verschärfte Arbeitszeitregelungen für Piloten in Kraft. Auch Europa hat reagiert, aber anders. Zuständig die Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA. Um europaweit auf ein einheitliches Niveau zu kommen, sollen Dienstzeitregelungen noch weiter gelockert werden. Im Dezember wurden die Vorschläge veröffentlicht. Seitdem hagelt es massive Kritik, vor allem aus der Pilotenschaft. Wenn die Regelungen so umgesetzt werden, wie sie jetzt diskutiert werden, befürchten wir einen klaren Rückschritt in der Flugsicherheit. Denn diese Regelungen widersprechen allem, was wissenschaftlich erwiesen ist, was ein Mensch leisten kann. Die Spitzenbelastungen, die hier vorgesehen sind und die hier ermöglicht werden, werden zur Übermüdung führen und das wird zu Unfällen führen. Und auch eine hochkarätige Expertenkommission aus 10 Wissenschaftlern vertrat in einer eigens von der EASA in Auftrag gegebenen Studie ganz andere Auffassungen als die Behörde. Die EASA plant jetzt Flugdienstzeiten am Tag von bis zu 16 Stunden. Doch die Experten raten maximal 13 Stunden. In der Nacht erlaubt die EU derzeit Dienstzeiten von 11 Stunden und 45 Minuten. Laut Studie sollte aber nicht mehr als 10 Stunden geflogen werden. Aber die EASA erhöht die Nachtdienstzeit sogar noch einmal auf 12 Stunden. In den USA kannte man bisher keine Begrenzung. Jetzt wird die zulässige Nachtdienstzeit sogar auf nur 9 Stunden abgesenkt.
Sind europäische Piloten etwa leistungsfähiger als ihre US-Kollegen? Offenbar ja, denn die EASA plant zweimal wöchentlich, die Mindestruhezeit auf nur 7,5 Stunden abzusenken. Auch für Martin Vejvoda vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist das nicht nachvollziehbar. Seit 1981 werden hier die Belastungen von Luftfahrtpersonal erforscht. Vejvoda war auch einer der 10 Experten des Möbus-Berichts. Das geht gar nicht, muss ich sagen. Warum? Wer sich das ausgedacht hat, der hat noch nie ordentlich mal Dienst gemacht über mehrere Monate hinweg. Und sonst würde der sehen, dass 7,5 Stunden überhaupt nicht gehen. Vernünftiger Schlaf in ausreichender Form ist immer die Grundvoraussetzung für die Leistungsfähigkeit. Der EASA-Gesetzentwurf geht nun in eine letzte Beratung. Dann wird er der EU-Kommission zur Verabschiedung vorgelegt. Schon jetzt wertet die EASA den Entwurf als Erfolg. In Bezug auf Sicherheitsverbesserungen und ihre möglichen Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und die sozialen Aspekte ist der Vorschlag unserer Ansicht nach ausgewogen. Die Busfahrer, die hier kontrolliert werden, haben dafür kein Verständnis. Ein Pilot, der hat 100, 200, 300 Leute im Flieger und kann auf eine Stadt abstürzen, wo noch 200.000 Leute leben. 13 Stunden sind also volle Konzentration. Das wäre mir als Busfahrer dann schon zu lang. Und am Ende solch langer Arbeitstage steht für den Piloten das fliegerisch Anspruchsvollste: eine sichere Landung. Man merkt, dass man nach einer so langen Dienstzeit nicht mehr 100% leistungsfähig ist. Ich persönlich bin dann froh, wenn ich das Flugzeug einfach irgendwie zu Boden gebracht habe. Demnächst dann wohl nach noch längeren Dienstzeiten und noch weniger Schlaf. Tja, manchmal wird in Brüssel aber auch was vernünftig.